is forever, ever, or to never mind. Oh, I. Seid begrüßt, eine weitere Folge YouTubers, los geht's. Ja, viel ist nicht passiert. Ich habe jetzt aufgrund dieser ganzen Ladespeichergeschichten habe ich das Spiel nochmal neu installiert, also einmal runtergehauen von der Konsole, einmal wieder draufgeladen. Habe währenddessen, um es zu testen, einen Einsatz mal ohne euch gemacht. Das war der Vergeltungsschlag, den ich eigentlich das letzte Mal machen wollte, aber der ist mir jedes Mal abgeschmiert. So hat sich der Vergeltungsschlag gelohnt. Die Tamara hat leider ein bisschen abgekriegt, aber das geht ganz schnell. Es sind nur ein, zwei Kratzer. Das ist nicht schlimm. Ist bald wieder fit, aber ist auf jeden Fall befördert worden. So ein Bento ist befördert worden, den hatte ich mitgenommen. Und es lief ganz gut. Ihr seht, das psionische Tor wird noch erobert, beziehungsweise wird erforscht. Das Psi-Labor selbst, keine Ahnung, warum das nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Ich kann da aktuell noch keinen hinschicken. Wir gehen mal auf die Map. Gucken mal, wie es weitergeht. So, was hat er denn hier? Irgendwas untersuchen. Ja, ist nicht die schlechteste Idee. Avenger berechnet neuen Kurs. Weiß zwar nicht, warum ich die Information nicht mehr haben will. Eigentlich war ich da hier oben. Aber na gut. Kann auch hier bleiben. Was, wie gesagt, das Schattenprojekt ist gleich fertig. Jetzt. Sehr gut, darauf habe ich gewartet. Uiuiuiui. Ich mach's nur ungern. Aber du bist der Einzige, der das tun kann. Eine Kamera? Dass ich es selbst tun würde, wenn ich könnte. Das Tor ist jetzt bereit. Ist das Objekt soweit? Ein Hund, ein Affe? Ich habe Rover mit den Überresten des Codex für uns verdrahtet. Er sollte das gleiche Signal ausstrahlen, mit dem der Codex durch das Tor kam. Sehr gut. Fangen wir an. Wir haben gesehen, wie der Codex einen ähnlichen Riss geöffnet hat. Ihrem Gerät wird nichts passieren. Sicher? Der kleine Gremlin. Los, wir zeichnen über alle Spektren auf. Denk daran. Rein, mach ein paar schnelle Messungen und dann wieder zurück. Okay. Warum hat er nicht genickt? Okay, jetzt bin ich gespannt. Scheint, als würde unser Signal empfangen. Erhöhe Energie. Sieht nicht wie ein Ort aus, an dem wir schon waren. Oder wie irgendein anderer Ort auf der Erde. Vielleicht ist das die Quelle. Sozusagen der Sitz der Macht der Aliens. Über alle physikalischen Grenzen gesichert. Nur ein Weg, das herauszufinden. Los! Wir zählen auf dich. Und tschüss. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Oh nein. Das ist auf keinen Fall gut, Doktor. Es hat funktioniert. Es gab einen Moment, als das Gerät zwischen den Orten war. Allerdings fragte das Tor dann nach einer zweiten Signatur. Einer organischen Signatur. Als wir die nicht liefern konnten, generierte es eine Art Resonanzimpuls. Offensichtlich. Wenn der Codex die Tür erzeugt, ist diese organische Signatur der Schlüssel. Wir müssen den richtigen Schlüssel finden, bevor wir es nochmal versuchen. Damit das hier nicht mit etwas Organischem passiert. Das wäre für einen Vorteil. Ich informiere sofort den Commander darüber. Wir sind nun bereit für die Autopsie des mächtigen Wesens, das wir geborgen haben, Commander. Ich spüre, dass wir an der Schwelle zum vollständigen Verständnis dieses Avatars stehen, nachdem wir so lange gestrebt haben. Okay, also wir haben hier ein bisschen was herausgefunden. Das alles lese ich jetzt nicht vor, das werde ich in Ruhe mal durchlesen. Damit haben wir hier wieder was geschafft. Verbesserung ansehen, nö, haben wir alles. Ja, habe ich doch hier psychonisches Tor. 200? Hä? Habe ich doch gemacht. Kann ich jetzt das? Oh, wir können das jetzt untersuchen. Diese Kreatur ist die beinahe perfekte Fusion von Menschen und ältesten DNA.
Diese Kreatur ist stark, scheint aber noch unfertig zu sein. Vielleicht konnten wir sie am Ende nur deswegen besiegen. Dennoch bleibt mir nur eine logische Schlussfolgerung. Oh, was passiert jetzt? Wir hatten solche Hoffnung. Was war das? Ich glaube, das hier ist unser Avatar. Okay, wir haben keine Schattenprojekte mehr offen, das ist doch schon mal viel wert. Ah ja, Avatar Obsidian. Okay, die sind da dran. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war ganz schön viel Story, dann machen wir hier einfach mal einen Cut. Und gucken mal, was uns die nächsten Missionen bringen. Und dann schauen wir mal. 5 Tage dauert das Ganze. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Can you deal with that?